Servus Leute, grüßt euch. Ich habe heute meine vierteljährliche Untersuchung in Erlangen gehabt und da habe ich mir gedacht, ach, ich schaue doch mal an der Bergkirchweih vorbei und mache einen Vlog. Die ist ja übermorgen am 6. Juni und geht bis zum 17. Und da schauen wir die uns mal an. Ich finde die Bergkirchweih, die ist viel besser als das Oktoberfest. Keine Ahnung warum, mir gefällt sie halt einfach. Ist kleiner, billiger. Und mir gefällt es schön, ich finde es schöner, weil es so auf dem Berg ist. Nach der Bergkirchweih finde ich auch gleich das Annafest richtig super in Bayern. Und danach ist das Oktoberfest. Muss dann immer groß sein, um das Beste zu sein, denke ich mir. Schauen wir mal, was die da für Schausteller haben. Und am Donnerstag, wenn es aufmacht, ich glaube um 17 Uhr ist Anstich, ich bin mir da nicht sicher. Ja, da kriegt ihr halt auf jeden Fall wie immer die ganzen Fahrpreise und Daten zu den Schaustellern. Macht da drei Videos, halt einmal von den die ganzen Fahrten mit den Preisen. Dann einmal ein Hyperlapse-Rundgang. Und natürlich filme ich auch den Anstich. Ah, schauen wir mal kurz dahin. Fleißig am Bauen, nur noch 2 Tage. Ah, schau mal, so eine Art Voodoo-Jumper, Big Spin. Ziemlich cool. Saugeil. Mann, das Wetter ist super. Wir haben 10 Uhr und ich glaube, das sind schon 23 Grad. Und die Twister-Achterbahn. Klein, aber auch schön. Machen wir mal hinten rum. Mann, Leute, das Wetter ist echt geil. Und es soll ja die ganze Woche so sein. Also ab nach Bayern, Erlangen, auf die Bergkirchweih. Beste Kirmes / Volksfest / Kirchweih ever. Für mich. Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Haben wir ja schon gesagt. So. Aber im Schatten immer gut. Wart ihr schon mal auf der Bergkirchweih? Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Würde mich interessieren. Gut, hier fängt es sehr schön an mit den ganzen Kellern. Rechts sind ja die Fahrgeschäfte, links geht es zu den Kellern. Schaut auch nur mal kurz hin, weil es sind ja nur Bierkeller. Hier ist halt dann ab Donnerstag eine Masse von Menschen. Erlangen wird halt wieder voll. Na, weiter laufe ich nicht mehr Rinder. Hier sind halt die ganzen Bierkeller und so. Wir gehen aber Rinder zu den Attraktionen, Fahrgeschäften. Ah, ist richtig viel los hier, ne, wie ihr seht. Richtig viel los. Ich habe nur bei der Sparkasse geparkt, da darf ich nicht parken. Da steht, das werden kostenpflichtig abgeschleppt. Aber deswegen beeilen wir uns und dann laufe ich hinten auch gleich wieder raus zum Auto. Mann, ich kann es nicht oft genug wiederholen, das Wetter ist so geil, Leute. Nochmal, Donnerstag fängt die Bergkirchweih an. Ich glaube, die geht bis zum 17. und Anstich ist um 17 Uhr. Und sonst sind die normalen Öffnungszeiten, ich glaube, das macht schon um 10 Uhr auf. Ja, hier ist noch ein kleiner Platz frei. Servus, grüßt euch. Ja, da haben wir das schöne Europarad. Oh, da steht schon der Fahrpreis. Erwachsene 7 Euro, Kinder 4 Euro. Jetzt wisst ihr schon, wie viel das Europarad kostet. Autoscooter. Wie gesagt, die Preise schreibe ich alle am Donnerstag, wenn ich Donnerstag das Video mache, wenn ich hier am Öffnungstag bin, hin. Ah, cool, Hotshot ist hier.
Steht es nicht immer auf der auf dem Cannstatter Frühlingsfest? Oh ja, da muss ich mal drauf, da war ich schon ewig nicht mehr. Schauen wir, was da steht. Servus! 50 Meter, 5G, 2 Personen, 160 km/h. Beschleunigt die Kugel, steht auf jeden Fall auf den Schildern. Gut. Schauen wir mal, wie weit die schon gekommen sind. Ich finde die Bergsichtweite echt geil, weil sie halt auf dem Berg ist und du halt von oben Erlangen siehst. Und das Annafest, ich meine, warum fange ich jetzt damit an? Das ist das, glaube ich, im August. Das ist schön, weil der größte Teil davon im Wald ist. Und das ist, wenn ich super bin, die Fahrattraktionen mitten im Wald stehen. Ist geil. Und natürlich dann auch nachts, wenn es leuchtet. Also Bergsichtweite, Annafest, besser als das Oktoberfest. Für mich. Ja, für Kinder ist auch immer was dabei. So. Mann, Gott sei Dank habe ich heute frei bei dem Wetter. Wenn ich daheim bin, stelle ich das in YouTube und dann chill ich mich in den Garten. Wenn man sowas überhaupt Garten nennen kann, was ich daheim habe. Na? Ein Fluchtweg. Es geht schon ziemlich weit, ne? Wie lange laufe ich schon? 6 Minuten, 53 Sekunden? Wird vielleicht 10 Minuten werden. Ah, genau, hier haben wir das schöne Laufgeschäft Dschungelcamp, ist richtig toll. Tag, grüßt euch. Ja, schönes Laufgeschäft, finde ich. Wird noch gut aufgebaut. Fleißig die Leute hier. Grüßt euch. Nein, von YouTube. Schönen Tag euch. Dann ein 9D Action Cinema Kino. Was lese ich euch das vor? Das seht ihr alles selber. Oder ihr könnt selber lesen. Ja, Mann. Eis wäre jetzt auf jeden Fall. Wenn es offen hätte, hätte ich mir auf jeden Fall gekauft. Gut. Hey, das sieht sich schon echt lang, der Berg. Wo die Fahrgeschäfte sind. Nicht schlecht. Okay, da hinten sehe ich, glaube ich, einen Flipfly. Machen wir um. Die Märchenschaukel. Tag. Grüßt euch. Gut, und ich glaube, dann ist auch hier das Ende. Genau, und am Ende steht das Flipfly und da laufen wir auch rechts dran vorbei und dann gehen wir auch runter. Boah, ist das Wetter geil. Servus! Ja, das ist dann das Ende vom Berg. Waren ja noch ein paar freie Plätze. Schauen wir mal, ob da noch was hinkommt. Die ganzen Infos stehen ja auf der Seite der Bergkirchweih. Auf jeden Fall besucht die Bergkirchweih, wer noch nicht da war. Ich finde, die ist super toll. Da gibt der Berg ruft halt. Da gibt es auch so ein cooles Lied von K2, der Berg ruft. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Aber es ist trotzdem funny. Wenn man das hört, dann macht es richtig. Da kriegt man noch mehr Bock auf den Berg. Ja, genau. Hier haben wir den Ausgang. Sind wir fast bei 10 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Dienstag. Ja, genau, Dienstag haben wir. Und genau. Dann nochmal Besuch den Berg. Und am Donnerstagabend ist dann spätestens bei mir das Video drin mit allen Fahrgeschäften. Ein Rundgang in Hyperlapse. Und natürlich den Anstich. Also genau das gleiche wie letztes Jahr halt wieder. Ne? Wie eigentlich immer bei den Videos von mir. So, ciao Leute. Have fun heute.